Sup. Eine weitere Realismusrunde. Da, wo bist du? Ah, da bist du. Ah, M60 schlecht. Leopard 1 schlecht. Na, ich habe das Gefühl, dass da irgendwie IS-4 und TT nimmt. Aber ja, du hast den Jagdtiger hier. Ich hab dich gefragt. Und wenn es dir egal ist, dann nehme ich natürlich mit. Nein, habe ich ja. Naja. Aber vielleicht muss man meine anderen Spezies fragen, was die da als Munitionsloader für den M26E1 empfehlen würden. Ich fahr dir davon, das ist lustig. Hm? Ich fahre dir davon mit dem Jagdtiger, das ist schon lustig. Wir sind in den Persian, das ist nicht beeindruckend. Naja, Ami-Panzer sind generell ziemlich schnell irgendwie. Alter, ja, nee, die Russen, ey. Der Persian war vollkommen. Hat einen viel zu schwachen Motor. Wie viele deutsche Panzer auch, ja. Ja, nur, sagen wir mal so. Der Motor hat so viel Benzin geschluckt wie der Tiger 2 und der Panzer hatte halt, ich glaube 20, 30 Tonnen weniger Gewicht. Nochmal. Oh. Jawohl. Lol, ich hab den echt. Ich hab einen T10M gekillt. Wo hast du ihn geschossen? Ich hab keine Ahnung, ich muss das dann nochmal in meinem Replay anschauen. Ich hab den gerade frontal durchschlagen. Du hast wahrscheinlich dieses Ding über der Pike erwischt. Also ich habe nicht auf den Turm geschossen, das war irgendwie weiter. Du hast wahrscheinlich das Ding über der Pike erwischt. Wow, Alter. Hammer! Und übrigens, ja gut, ich habe mein TCM-Tool wurde mir damals geklaut. Nicht von dir, aber von dem Einzug von einem T32. Das ist das erste Mal, dass ich einen TCM One-Shot-Kill mache. Wow! Alter, ich bin gerade so baff. Ja, krieg dich bitte schnell wieder ein. Wo der in die Luft geflogen ist, habe ich erst gedacht, das wäre ein T-54 oder so. Nein! Ein T-54, ja, die sehen zum Glück vollkommen gleich aus. Ja, hallo, da war hinter einem beschissenen Baum gestanden, Mann. Scheiße. Ja. Da hinten links ist ein T-10. Nein. Ist doch ein bisschen zu aggressiv vorgefahren. Wenn du es machst, funktioniert es immer. ich fahre eigentlich nicht so oft. Ich darf mit dem 16 spawnen. Yay! Naja. Weißt du, Flugzeuge richten? Ah, nee, auf Gott sei Dank. Ich bin da gewesen. Ich schieß mir gerade in den Spawn rein. Wo ist er? Ja, ich konnte vom Spawn aus sehen. Noch fragen? Der ist ja vorne in der Stadt. Moment. Ich muss mich gleich um diesen Bomber kümmern, weil ich mal treffen würde. Ich hoffe nur, dass er jetzt nicht in meiner Nähe ist irgendwie. Nein, der war im Moment war auf der Seite hier. So, wo steckt. So, jetzt muss ich warten, bis der Bomber wieder auftaucht. So, wo? Nein! Nein. Ja, Bomber, der 2 Meter überall fliegt, der fliegt zum Glück nicht selbst in die Luft von seinen eigenen Bomben. Oh, ich habe einen T10M jetzt seitlich angeschossen und der fliegt einfach nicht in die Luft. Was? Willst du mich verarschen, Mann? Ich kann den seitlich nicht durchschlagen. Wo schießt du hin? Ja, seitlich da halt, unter dem Turm da halt. Moment. Weil wenn ich seitlich auf den Turm drauf schieße, würde ich wahrscheinlich genauso tun. Wahrscheinlich wartet er jetzt schon schön auf mich. Oh Mann, ich will dich verkacken. TCM. Jetzt habe ich den gerade gewonnen, den einen und den.
kriege ich einfach nicht down. Du bei dem einen, die sowohl die untere Platte erwischt haben, als auch da oben die 40 mm. Eins bei der Seite. Du könntest den halt in einem ziemlich du könntest da den Punkt hinter der Kette erwischen. Da ist nämlich die Innenwand nach innen gebogen, was dem Ding eine äußerst starke Panzerung verleiht. Aua! Da war gerade eine Bombe. Aua. Ich bin gleich wieder da. Ja, okay. Der hier ist schon mal weg. Hoffentlich, aber ich habe keine Abschusshilfe bekommen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das der war, aber doch sieht's aus. Ach, warte. Ah, ist er drin. Ah, der M60 hat ihn zerstört. Immerhin. Beim nächsten Mal bitte jagt die raus, okay? Ja, okay. Das habe ich schon so gefreut. Du kannst dich freuen, wenn ich den M60 mitnehme. Aha. Wird es bis dahin halt noch ein bisschen dauern. Also wirst du wahrscheinlich schneller haben als ich. Da kein Panzer umsteht. Ach, aber das ist Ufer. Am anderen Ufer, ja. So, Tobi, wie ist es denn am anderen Ufer? Los, Gulli. Ja, zu viel Sex für ihn. Ach, ich glaube, ich bleib einfach mal bei A da rumstehen. Oder vielleicht doch. Sagen wir mal. Wie lange wird das jetzt noch dauern? Bullshit. Ein A, ein zwei. Ach, die fällt aber früher aus. Irgendwo ist noch eine ZSU, ich glaube, die ist irgendwie in der Spawnton oder so, die haben wir nicht mehr. Ich glaube, ich mache gerade was sehr doof ist. Machst du das nicht immer? Meistens. Au, 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 au. Ah! Scheißbombe. Oh, geh ich jetzt in die Do 217 oder in die Ho? Oder in Tiger 2? In die Ho. Soll ich sagen, warum du die Ho nehmen sollst? Bei der Do 217 musst du, wenn du die Bomben abgeschlossen hast, zurück. Und dann halt, naja.
Na gut, dann probier ich es halt einfach mit der. Bei der kannst du immer landen. Kurz, dass ich frage mich, wie du Probleme haben kannst, die Arado B2 zu landen. Das geht doch verdammt leicht. Ich habe doch keine Probleme mit der. Ach ja, ich erinnere dich mal zweimal. Ja, da hatte ich vielleicht nur noch ein Rad. Nee, die anderen Mal hat sie gesagt, ich bin zu schnell, ich bin zu schnell, ich bin zu schnell. Ja, aber auch meine Bremsklappen und etc. alles. Nee, früher hatte ich keine Bremsklappen. Hallo? Da konnte ich gar nichts machen. Wenn man nicht mehr genug Räder hat zum Bremsen, dann ist es natürlich schwierig irgendwie. Man kann auch eine Notlandung machen. Was? Nicht dein fucking Ernst. Oh mein Gott.